Stream, neues Glück. Gerade war ET, ja, siehste, Video wurde angehalten, weil die, das war jetzt natürlich vorbei. Das hier mal an. So. Epic. Aber ich muss gleich sowieso nochmal auf Twitch was ändern. annehmen. So, für alle, die sich wundern, warum das jetzt hier so ein Schnellstart ist, ohne großartige Begrüßung oder so, ich war gerade am Eurotruck-Simulator-Stream, hab dabei aber vergessen, die blöde Stream-Beschreibung zu ändern, Alter, da stand im Titel drin, dass ich Fortnite streame, wo ich ETS gestreamt habe. Muss ich gleich noch nachträglich ändern. Jetzt ist aber real Fortnite. Ja. Deswegen mal gucken, wie es wird. Komm, mach. Dauert denn jetzt der Ladevorgang so lang, Digga? Das ist ja unverhältnismäßig. Hallöchen. Hallo? Man hört halt mal nix. Da kann ich jetzt aber wenigstens noch die Gelegenheit nutzen. Sag mal, ist Fortnite jetzt irgendwie gerade ein bisschen... Twitch. Tschüss. Kanal. Ich würde gerne erstmal irgendwo meine. Ja. Warum muss ich immer erst auf das VOD gehen und dann dort auf bearbeiten, Alter. Warum kann das nicht von Anfang an da sein? Euro Truck 2. Nennen wir es mal mit dem neuen MAN nach Barry. Warum ist meine warum ist die Sprache automatisch auf Englisch gewählt? Seid ihr behindert? Muss man das irgendwo voreinstellen? Stream-Einstellungen. Bla, Nachrichtigung, Raids. Hier kann man das also alles einstellen. Mal. Nutzername, Biografie, Titel, URL. Ne, hier kann man nichts weiter einstellen. Glaube ich. Jetzt neue Gäste, ja. Das will ich doch jetzt gar nicht hier alles haben, Mann. Hau ab.
So, Bitrate ist soweit auch in vollkommen in Ordnung. So, schon. Perfekto. Bruder, meine PS4 ist noch lauter als vorher. Echt so schlimm? Aber das Ding ist jetzt so, wenn wir zusammen zocken, wie sollen wir uns Calls geben, wenn du dein Mikro anscheinend nicht dran hast? Vor allem, du sitzt doch vorm Fernseher, kannst du nicht einfach ein Stück weiter dich zurücksetzen oder so? Komm, ich kann ja schon mal in den. So. Vor allem, wie kann denn eine PS4 nach der Reinigung lauter sein als vorher? Irgendwas Spannendes drin? Nein, nein, nein. Nope. Nö. Nichts Spannendes. Ich kann dich ja jetzt so kaum fragen, was du jetzt gerade überhaupt am machen bist. Warum ist mein Mikro im Dauersenden kurz, nachdem ich gesprochen habe, Alter? Was ist das? Ich glaube, ich soll den Ventilator ausmachen. Ich glaube, mein Mikro empfängt im blöden Ventilator. Ist 0,7 Grad kühler. Ah, ich schreib dich mal auf WhatsApp an. Na, sende. Ich frage mal schön, mit WhatsApp los ist, Alter. Bis das mal sendet, Alter. Schon Weihnachten. Warum sendet er die Nachricht nicht? Hallo. Zeig mir die ganze Zeit nur einen Strich an, Alter. Was ist das? Ah, oh, warte, ich schreib's einfach in die Gruppe. Hat's bestimmt gesendet.
Leute, da wird es auch gerade nicht gesendet, oder? Und jetzt wurde es auch bei dir gesendet. Oh, Alter, WhatsApp, Alter. Oder er ist gerade nicht da und holt sich ein Mikro. Kann natürlich auch sein. Oder versucht es gerade irgendwie anzuschließen oder so. Ah! Sorry, musst du noch Rätsel holen. Ja, habe ich mir gerade schon gedacht. War dann vorher noch kurz eine rauchen, dann trinken holen. Jetzt habe ich ein Headset vergessen im Wohnzimmer. Jetzt sollte ich mal ins Wohnzimmer latschen. Also, Leo ist auch in den nächsten 20 Minuten online. Nice. Weil ich hab gerade eben noch, deswegen habe ich geschrieben, warte mal noch 10 Minuten. Ich war gerade eben sogar noch am Euro Truck Simulator streamen, ne? Ja. Vor allem das Behinderte ist, ich habe vergessen, die Stream-Beschreibung zu ändern. Bei mir stand im Titel, wo ich Euro Truck Simulator gespielt habe, immer noch drin, dass ich Fortnite streame. Feier ich. Ich habe gerade erfahren, meine PS4 wurde gar nicht sauber gemacht. Wow. Und sie sollte schon seit 3 Tagen eigentlich sauber gemacht worden sein. Ja, deswegen. Ja, jetzt habe ich gesagt, okay, ich bin morgen ab 11, 12 nicht da. Bring es ja mit meinem großen Bruder persönlich hinter, bevor ich gehe. Ja, meine PS4 ist jetzt nicht noch lauter als vorher. Ja, naja. Und wurde jetzt schon irgendwie eine Uhrzeit oder so ausgemacht? Oder erst morgen? Also eine Uhrzeit direkt noch nicht, also weil die meisten schlafen wieder bis in den Puppen. Ich bin dieses Jahr davon weggerechnet. ja, da wurde noch nicht ganz genau gesagt, wann und wo uns treffen. Das Einzige, was feststeht, ist, dass ich, Leo und Charlie morgen zusammenfahren. Aha. Fahrt da mit dem Auto hin, oder was? Nein, mit Öffis. Hast du eigentlich ein Ticket? Ich besorge mir morgen einfach ein Ticket von Mama. Ach so. Hast du gerade irgendwas am Mikro dran? Ne? Nein. Wieso fragst du? Weil sich das ab und zu so kurz anhört, als würdest du irgendwie mit Luft oder so dein Mikro jagen. Irgendwie mit Ventilator oder so. Achso, nee, weil ich meinen Kopf so kurz ruckartig schnell bewegt habe. Nee, ist die ganze Zeit, jetzt gerade auch. Nee, ich hab gar nicht so ein Mikro. Wo ich glaube, das ist, wenn du ausatmest. Selbst da ist mein Mikro nicht mal. Mein Mikro hängt mir fast hier an der Wange. Gerade mal. Ach so. Okay, das ist merkwürdig. Ah. Oh, hat es nicht aufgesammelt. Ich habe eh gedrückt, aber danke. Aha. Ja, muss aufpassen, hier ist ein Gegner. Ja, nicht deswegen, ich bin gerade aus dem Dach gefallen. Ach so, na, warum machst du denn so einen Blödsinn?
Ist der draußen? Was ist das jetzt hier für ein Blödsinn? Ach, der kämpft hier gerade mit dir oder was? Ah. Ja. Ich hab ganze Zeit auf ihn gewartet, dass er reinkommt, Digga. Nice. Oh ja, man merkt das, Alter. Deine PS4 ist deutlich lauter geworden. Oh. Oh lol. Ich häng in den Ding drin, oh lol. Meins. Let's go. Ach man, da ist auch wieder nur Müll drin, Alter. Boah, ich bei den epischen Kisten immer so viel Pech. So. Also ich würde mal behaupten, dafür, dass wir hier am Rand der Map sind, bin ich ganz gut ausgestattet. Ja, ich kann nicht meckern. Ich muss zugeben, ich hätte gerne irgendwie eine andere Pump, aber naja. Spring mal hoch da jetzt, hallo. Danke. Oh wow, eine Snipper. Was ist denn das jetzt hier für ein Scheiß, Alter? Wir hatten den Sturm hierhin eingeladen. Die Gegner. Warum lassen manche einfach Munition liegen, Digga? Hast du das? Ja. Sack, Alter. Wie komme ich denn jetzt hier hoch, Alter? Hier ist nichts. Ja, doch, hier. Werden sich da alles lieb. Oh. Alter! Hä? Ach komm, Alter!
Schmutziger, der eine hätte treffen müssen. Kommt es ja schon, kommt. Ich glaube, hier wurde noch gar nichts gelootet, oder? Liegen noch Haufen Sachen rum. Ist irgendwas Gutes? Nö. Na gut, die DMR vielleicht, aber die brauche ich nicht. Toll. Irgendwie hätte ich hier gerne mal noch eine andere Pump oder so gehabt, aber nichts gefunden. Was machst denn du da hinten, sag mal? Sterben. Aber warum machst du auch so einen Käse? Dann komm ich nicht mehr, will, bist ja nie mitgekommen. Oder auch nicht sterben. Ich weiß nicht, was ich beim Snipen falsch mache, Alter. Ich halte ein kleines Stück vor, Alter. Der Schuss fliegt genau in die Richtung vom Gegner, Alter. Und oder der Schuss geht überall hin, nur nicht dahin, wo er hin soll. Hier hast du Loot, wenn du brauchst. Au, ja, aha. Aha, ja. Ja. Und ja, der Rest ist ja. Ja, man nicht so weit vor. Ja. Ist gleich. Ich höre erstmal so diesen Ton, Alter, der kommt, wenn dein Mate fällt, Alter. Mach doch, danke. Nimm mal das. Nimm mal das. Nimm mal das. Nimm mal das. Hä? X. Ja, nu?
Das war safe knacken hier. Wir bauen das Ding so ab. Boom, weg damit. Oh, da ist richtig was los. Ich hatte alles unter Kontrolle, Alter. Aua! Was ist denn da hinten jetzt? Okay, der war schlecht gezielt. Ich bin mit Deckung. Ich hab was vor. Der hat anscheinend auch eine Sniper. Ach komm! Okay, es war nur ein Bot. Ja, ich sehe da hinten nichts. Digga. Da ist nicht mein Freund. Kommst du oder musst du jetzt alleine looten? Ja, hinter mir ist ein Gegner, Mensch. Ich komme gleich zu dir. Oh, hier latscht schon wieder einer. Aua! Help! Hier sind zwei, help! Okay, der eine ist nur ein Bot, aber da ist halt noch ein Gegner. Okay, ihr zockt, ich geh mal was zu essen holen. Mach ihn bitte fertig, Alter, ich will mein Loot nicht verlieren. Oh, danke. Lass mich einmal aus dem Augen und du stirbst. Oh, Digga, das waren halt Spieler, die halt gar nicht so scheiße waren. Einen davon habe ich immerhin gekriegt, ja. Ja, wir müssen weiter. Boah, ja, 5 Sekunden muss ich jetzt erstmal noch warten. Nutz einfach das Wasser. Oder auch nicht, falls sie endet. Nutze die Macht. Ah, auf der Seite geht's weiter im Wasser, okay. Alter, ich hab mich gerade geheilt, Alter, spring ins Wasser, worauf lande ich? Ein Drecksfelsen, Digga. Das war... Fall Damage kassiert, Digga. Ich wollte eigentlich den Ding jetzt aufheben, aber scheiß drauf. Och, Junge, spring doch mal auf dieses dämliche, bekackte Cocktail, Alter. Was bringen die Dinger? Ah. Christian! Ah.
war ein... Was für danke für nichts, ich hab dir noch ganz schön viel Damage gedrückt und du weißt, dass mein Aim scheiße ist. Der eine war fast down gewesen. Der hatte aber noch Schild und alles, das heißt, der kann ja nicht fast down gewesen sein. Doch, der hat richtig krass von mir kassiert. Da verstehe ich aber nicht, warum der noch Schild hatte, Alter. Als ich den getroffen habe, war immer noch Schild. Das generiert sehr schnell, das blaue, das 50er-Ding. Generiert sehr schnell. Oh, wow. Ich geh was zu trinken holen. Mach das. Ich bin mir selber sogar zu blöd zu merken, wo ich mein Trinken hingestellt habe, Alter. Das geht gar nicht. Scheiße, das war ja gar nicht mitbedacht, Alter. Naja, wurscht. Oh, ich dachte schon, mein Mikro wäre teuer, Alter. 200 Tacken für ein USB-Mikro, ja klar. Ich meine, gut, da ist auch ein Arm mit bei, aber what the fuck? Sorry, nein. Naja, ich bin mit meinem Mikro zufrieden. Hi. Das war ich ja da. Oh, meine Nase läuft, Alter. Das ist scheiße. Ich glaube, ich brauche ein Taschentuch. Scheiße, ihr Bild. Jetzt getrennt, Alter. Meine Cam war es nicht, aber was hat sich jetzt hier getrennt? Alter, Windows verarscht mich nicht. Was, einfach bloß der Dreh abgeklopft? Warum leuchtet noch? Es ist natürlich das scheiß Licht hier unten. Jetzt bin ich schon wieder viel zu tief in der Cam. Mann! Da läuft aber auch gar nichts rund. Jetzt so. So.
Weiß, ob man mittlerweile PCs kriegt, die besser sind als meine für irgendwie 680 Euro, Alter. 660 Euro auch mit einem RTX, Alter. 230,50, aber ich sag mal, stärker als meine 1060. Aber naja. Great Bundle. PC-Aufrüstkit. Elf, 900, 10, 700. Haben die hier nichts mit der aktuellen Generation? Ja. Kann man die auch noch ändern? Jakey ist hier. Boah, tschüss, was geht jetzt ab? So, jetzt bin ich für euch da. Ha. Achso, nicht wundern, wenn Kais PlayStation noch lauter ist als sonst, die wurde doch nicht gereinigt. Ja, warum nicht? Weiß ich nicht. Eine gewisse Person hat's vergessen. Kai, willst du den mal rüberbringen zu mir? Nee, brauchst du nicht. Na gut. Oh geil, jetzt machen wir wieder Voice-Rudel. Ja. Ich sag, du hast die Cam wieder. Wollen wir zum Gegenhalten? Der klaut ein Kissen. Wer klaut ein Kissen? Nee, wir haben Schlafgas und ich mach die Scheiße nicht nochmal durch. Ich bin wieder auf dem Boden. Armer Kai. Oh, Alter, das geht mir jetzt langsam wieder auf den Piss mit dem Ding. Ist besser als wieder kurz und früh aufzustehen. Das stimmt, ja. Marie! Kai, schlafen bei euch? Schläft bei euch jemand? Ich hab gesagt, dass du da hast. Oh, was geht jetzt los? Ich hab dich gerade gar nicht verstanden. Ich meinte, da wir einen Schlafgast wieder haben, bin ich wieder auf einem Boden. Diese Marie, ne? Richtig. Oh nö, armer Kai. Wird Zeit, dass du dein eigenes Zimmer bekommst. Ja. Mann, was? Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Aber was ist richtig? Oh, geh mir nicht auf den Sack, hab ich gesagt. Nö, ich hab schon mal was gefragt. Das sind Gespräche, die sind nicht angehen. Das sind erwachsene Gespräche hier. Ja,
Sie habe ich jetzt auf. Das will ich sehr verlabern lassen und nicht mit denen reden wollen. Scheiße, der oh Gottes Willen. Oh, mich wird's aber auch nerven, Alter. Wenn ich mein Zimmer teilen muss und dann noch nicht mal auf dem Bett pennen kann, wenn irgendjemand zu Besuch da ist. Same, ich bin ja zum Glück Einzelkind. Sei froh, Alter. Alte Kinder haben's immer gut. Boah. Weißt du schon, ja. Ich glaube auch, wären das so. Nee, da wollte ich gar nicht mehr gehen. Wären da so. Nur Kai und noch irgendein anderes Geschwister wäre auch noch okay, glaube ich. Aber so viele ist halt schwierig. Ja. Das finde ich ganz unrecht. Zumal ihr ja, weil ihr so eine große Familie seid, ist es ja schwer, so eine große Wohnung zu finden. Ja, vor allem eine, die auch bezahlbar ist, ne? Ja, genau, vor allem hier in Berlin, ne? Ja. Ja. Schulz? Aber ich hoffe, du hast keinen Stream an, Christian. Doch. Oh. Passiert, ich nicht. Aber ich finde eigentlich, die Älteren sollten eigentlich schon ihr Einzelzimmer bekommen. Da habe ich ja eh bald wieder. Ja? Ja, dadurch, wenn die Kölner Einrichtung zieht, kriege ich mein altes Zimmer. Ja, okay, das ist aber chillig. Hab zwar keine Tür, aber ist egal. Hab keine Tür. Mach Vorhang vor. Oh. Hab ich ja zum Glück. Deswegen, ja, mach Vorhang vor, Digga, und dann ist gut. Auf mich landet jetzt hier keiner. Nein, hier landet gleich noch ein anderer, bitte Hilfe! Junge, wenn der jetzt gleich eine Waffe hat und ich nicht, dann bin ich aber geliefert, Digga. Ich bin hier im Mittelpunkt an dieser Flagge, versuch grad die Scheiße hier einzunehmen, wenn ich die Waffen habe. Wie dumm will er sein? Ja, ja. Ja, ich krieg direkt bessere Waffen, als wenn ich da irgendwie Kisten suchen gehe. Oh, please, mach hinne. Sollten wir die vielleicht zur Hilfe kommen, Christian? Wäre vielleicht nicht schlecht, weil ich weiß nicht, ob er jetzt gleich wieder kommt und mich killt oder. Obwohl, jetzt krieg ich Waffen. Komm, gib her. Einfach alles aufsammeln. Ah, jetzt jage ich den Typen, Digga. Ah, da ist er ja. Was? Digga. Ich hab die besseren Waffen, Alter, und er killt mich als erstes. Was ist das denn für ein Dreck? Please help me. Och nee, Alter. Aber jetzt tue ich mir erstmal hier irgendwie ein bisschen Supply. Ui. Leute, wo seid ihr? Wieso? Der ist hier oben drauf. Ja, gleich nicht mehr. Ja klar, ist er ja noch. Ich hab ihn die Christian. Ja, die haut ab. Ich hab ihn. Hängt auf dem Baum, Alter. Jetzt fäll ich ihn, Alter. Komm her, du Wichser. Wie schadenfreudig er ist. Ja, Digga, erst so richtig räudig von oben angreifen, dann auf einmal abhauen, Alter. Und das so einen Move machen. Und ich kill ihn dann noch, Alter. Da kann ich nur schadenfroh sein. Das ist einfach geil. Ey, ich werd abgeschossen. Oh, warum das denn? Ey, von wo kommt der denn jetzt her, Alter? Wie ich da warte? Was? Ach du. Da, vor dir, du Affe.
Oh, ich habe nur noch ein HP. Danke. Junge, Leben am Limit. Und jetzt erstmal Heilung, Alter. Ich denke zum Glück noch. Ich hab schon eine. Ja, Christian ist dran. Der hat auch schon eine. Ja, ich hab auch schon eine. Ich hab auch schon eine. Funny. War hier nicht irgendwo in der Nähe auch immer so ein Ding, wo man seine Waffen upgraden konnte? Ja. Ah. Ich war da sogar gerade eben, Alter. Mach ich. Aber ich mach mir jetzt OP-Waffendinger. Let's go. Das kann man irgendwie wieder ein bisschen Gold sammeln, Alter. Sonst könnte ich ja mit dem Gold immer nichts anfangen. Nicht mehr vorrätig. Hast du jetzt die ganze Schrotflintenmunition gekauft? Nein. Weil ich kann an den Automaten nichts mehr kaufen, Alter. Da ist keine Munition mehr drinne. Er sagt einfach nein und haut ab, Alter. Könnt ihr mal warten, ey? Ja, Kai rennt ja immer so weit vor und wenn er wieder stirbt, muss ich ihn wiederholen. Oh, überraschenderweise ist er nicht gestorben. Was sind Jungs um mehr Schrotflintenmunition? Junge, die ganzen Schüsse sind da an diesem Dreckspfeiler hängen geblieben. Achtung. Tanke fachgerecht abgesägt. Oah. Wird geschossen. Ja, Kai hat ihn weggemäht. Oh, Kai gibt einem aber auch keine Chance, irgendwie auch mal einen Kill zu kriegen. Ach, sag mal! Ihr killt jemand schon, bevor ich überhaupt schießen kann. Tja, kannst du mal sehen, ne? Profis am Start. Du ein Profi, Alter. Profi im Killclown, ne? Ja. Na gut, so gesehen war er noch nicht mal wirklich geklaut, so du hast ihn ja als erstes beschossen, aber gibt's halt eigentlich keine Chance, irgendwie selber Kids. Fresse, Kai ist meiner. Komm her, du Flasche. Wer war das? Du kleiner Wichser, Alter. Du fucking Wichser, Digga. Mann, da freue ich mich mal, Alter. Ich kann jetzt irgendwann einen Kill fahren, weil der ist ganz alleine, du Alter. Du hättest nicht sagen müssen, Kai ist meiner halt die Fresse, wäre ich auch nicht gekommen. Du wärst so oder so gekommen, weil ich geschossen habe, Alter. Nö, ich dachte, du schießt auf was Harmloses, deswegen würde ich jetzt gar nicht kommen. Oh, ich schieß gleich auf dich, du Harmloser, du. Wo dackelt ihr denn eigentlich schon wieder hin? Es frage ich mich auch, Alter. Kai gammelt wieder irgendwo an der Grenze rum. Irgendwo an Grenzen, wo ich Gegner kille. Weißt schon, dass du keine Grenzüberschreitung begehen darfst, Alter. Das kommt die Grenzschutzpolizei und mäht dich nieder, Alter.
Soll ich jetzt Angst haben, weil ich schon drei Kills extra gemacht habe? Als ob da drei Leute waren. Ja. Och Mann. Ich habe einen Kill und ich weiß noch nicht mal, woher ich den habe. Ach nee, ich glaube, den habe ich von ganz am Anfang, aber. Weißt du, ihr schon am Looten, man hört nur drrr, drrr, drrr. Also, ich bin nicht mehr in der Nähe, Alter. Ich tue jetzt den Vorrat stehen, Alter. Ich lasse das Kai einfach machen. Oh, wie lange dauert denn das jetzt? Sehr, sehr lange. Jetzt wird's eng. Ja, ne? Kai? Ja. Mach mal, Kai, bist der Profi. Auf 20 den einen 44er gegeben. Ah, da ist gerade unser Profi verreckt. Oh, leck mich am Arsch, ey. Oh, ihr seid beide verreckt, das ist nicht gut. Oh Junge! Und wo sind wir? Hä? Wie bin ich jetzt bitte gestorben? Also ich habe einen Schuss gehört, aber er kam bei mir nicht an. Ich bin gerade einfach in der Luft verreckt. What the fuck? Vorhin ist euch mal aufgefallen, dass wir die ganze Zeit Team, obwohl wir zu dritt sind, spielen. Wir waren jetzt die ganze Zeit nur zu dritt. Stimmt. Oh, jetzt ist wieder... Bäh. Stimmt. Leicht unfaires Matchmaking, aber danke. Immer draußen ist, Alter. Oh ja, das ist so behindert. Ich hoffe, dass sie spätestens nächste Season oder so wieder Trio mit reinpacken, weil ohne Trio ist einfach Müll. Und die sollen eigentlich Phoenix in den Shop packen. Ich will Phoenix haben, Digga. Leo? Mhm. Kommst du aus dem Match? Kommst du aus dem Match raus? Oh. Ich hab dir gerade voll zugeguckt. Musst du den auch echt noch zugucken, Alter, wie die auch noch andere Spieler unfair rasieren. Weißt du, was jemand bei eBay Kleinanzeigen verscheuert? Einfach aus dem BVG-Bus die Haltestangen, Digga. Das ist so behindert. Der, klar. Und der will dafür auch noch 250 Euro haben. Wie kommt man auf so eine Idee, Digga? Ist aber so, hätte ich zu viel Geld, Alter. Ich würde das definitiv als Dekoration holen und würde die Knöpfe, die da dran sind, für irgendwas benutzen als Lichtschalter oder so. Ich hätte daraus irgendwas gebaut oder so. Aber da müsste ich zu viel Geld für haben. Tja. Das Ding ist, ich will später definitiv arbeiten gehen, aber so wie unsere Regierung jetzt drauf ist, wird so sein, dass es mir genauso scheiße finanziell gehen wird wie jetzt. Selbst wenn ich arbeiten gehe. Ja. Sagen wir mal nichts zu. Dieses Thema hatten wir schon mal, dieses Thema Politik. Stimmt. Aber Kai, machst du ready? Nee, der tanzt erstmal. Möge die Macht mit dir sein. Machst du mal bereit? Junge, wo ist dieser scheiß Emote? Ich finde den Emote nicht, Alter. What the fuck? Junge, wurde der gelöscht?
Muss der doch hier sein, oder nicht? Jetzt nicht warum ist der hier? Kai, bist du fertig mit Tanzen? Nee. Merk schon. Weißt du, was wir auch mal machen könnten? Einfach so Minecraft-mäßig machen wir einfach im Fortnite Creative einfach eine Welt auf und dann baut jeder, was er will. Hab ich Kai schon vorgeschlagen, selber. Das haben wir nämlich früher schon mal gemacht. War irgendwie immer ganz geil. Aber ich bin halt nicht so eher der Kreativspieler. Also wenn ich kreativ spiele, dann eigentlich nur Fortnite-Glitch auszuprobieren. Und die funktionieren sogar noch, das wäre der Vorteil. Ja, musst nur aufpassen, du wirst halt relativ schnell dafür gebannt, ne? Naja, klar. Aber so, ich habe das schon wieder voll lange schon wieder nicht gemacht. Deswegen juckt's, glaube ich, auch gar nicht. Weil ich es nicht jeden Tag oder so mache. Aber Kai, was sagst du denn zu der Idee? Yeah. Was? Ja, das war eine Welt aufmachen und dann kreativmäßig dort alles drauf bauen, was wir bauen wollen. In Fortnite. Ich glaube, Kai hat nicht zugehört. Kai, Alter, ob wir eine Kreativmap aufmachen und dann dort alles bauen, worauf wir so Bock haben. So Creative-Modus wie Minecraft-mäßig halt nur in Fortnite. Hast du jetzt zugehört? Ja, hab ich. Können wir gleich machen. Ja, warum nicht? So ein bisschen Abwechslung als ganze Zeit nur Battle Royale. Warte, ich denke, hier liegt oben eine Waffe, Alter. Und was liegt hier einfach so ein eine blöde Schildblase, Alter. Boah, knapp. Bisher ja alles nicht so prickelnd. Ja, ich habe noch keine Waffen. Hey! Warum liegen hier nirgendwo Waffen, Digga? Schmutzgame. Ah, wow, eine Waffe. Scheißwaffe. Warum liegt hier eigentlich immer nur Schmutz, Alter? Keine Ahnung. Eine riesen City, Alter. Würde ich auch mal erwarten, wenigstens einen halbwegs vernünftigen Loot zu finden. Aber das meiste, was du findest, ist einfach grau. Oh. Aha. Immer eine Pump, die man gut gebrauchen kann. Ach, da kommt vorhin. Kann man nochmal nur zwei mitnehmen? Na ja, gut. Da kam Baggy geflogen. Von oben. Was ist mit meinem Aim los, Digga? Ist ja noch schlechter als sonst.
irgendwie vernünftig hier irgendwie ein bisschen Loot oder so? Ja, Munition kann ich auch gebrauchen, hör damit. Munition ist wichtig. Hat jemand noch Pumpgun-Munition oder so rumzuflattern? Nee. Ich glaube, mit zwei Schuss bin ich schneller weg, als ich gucken kann, Alter. Let's go. Oh, endlich mal Glück aus so einer Dreckskiste gehabt, Alter. Ich habe gerade aus einer epischen Truhe, habe ich gerade eine goldene Kampfschrotflinte gekriegt. Wieso I? Die Kampfschrotflinte ist die beste. Ja, deswegen ja easy. Ach so, ich habe I verstanden. Nein, easy. Bin auf dich drauf gesprungen, wieder auf der Rail gelandet. Cool. Oh. Wie gleich da? Ich bin so blöd, Alter. Jo, ich spring da runter, wollte das scheiß Seil greifen, damit ich einfach schneller unten bin, Alter. Ich krieg das Seil nicht und stürze es auf den Boden. Unmöglich mit dir. Ja, ich weiß, bin schlimm. Ja. Ich habe gerade aus einer normalen Kiste eine goldene, schwere Scharfschützengewehr gezogen. Ich habe zwei goldene Waffen. Junge, das ist so hart. Lass mich doch mal jetzt hier runter, Alter. Ich will doch nicht die Kacke da nutzen. Ich will diesen Trick-Shit-Trank haben. Danke. Let's go. Das ist noch ein anderes Sturmgewehr, Alter. Und dann bin ich waffentechnisch so gut ausgestattet wie letzte Runde. Das stimmt ja, diesmal haben wir ja sogar einen richtigen Teammate jetzt mit dran. Oh, schade, voll gegen das andere Auto gedötzt, Alter. Ich bin mal ein kleines Stück vorgefahren. Wir verfolgen die falsche Richtung.
Ach, scheiße, ich bin ja außerhalb der Zone, Alter. Das merke ich ja jetzt erst. Ich würde sagen, du bist außerhalb der Zone, Alter. Kai, fahr mal dahin. Wohin? Hab ich dir markiert. Nur brennt die Hütte jetzt hier ab oder nicht? Sonst ist es brennt zwar, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ein sehr stabiles Haus. Eine Abkürzung. Was ist ein bisschen was kaputt gegangen? Nicht wirklich. Wow. Haufen grauer. Oh, grün. Mal damit. Ah, jetzt habe ich wenigstens ein etwas besseres Sturmgewehr. Mehr brauche ich nicht. Aber wo ist das Auto hin? Dann kann ich wieder zu euch. Wo habe ich das Auto geparkt, Digga? Da ist mein Auto. Alter, ich hab abgeschossen. Jo, ich bin gleich da. Er ist einfach weg. Ne, ich hab ihn getroffen. Komm, Alter, warum bin ich im Snipen so schlecht, Digga? Aua. Von da hinten jetzt, oder was? Hä, von wo? Ach, von da drüben. Oh, nimm doch mal die Beine in der Hand, Alter. Ich komme, Sturm, warte. Aua! Oh, das sind solche Flaschendinger. Könnte mich jemand anfangen zu heilen, bevor ich jetzt hier drauf gehe, oder? Kai, hinter dir, bitte schnell, okay. Oh, ich habe nur noch ein HP, Digga. Oh, oh. Das kann nicht wahr sein. Ja, ciao, Alter, wenn's bei Essen nicht scheiße. Kill den Orangen. Der wirft irgendwas, der hat da irgendwas mit Flammen. Das Ding ist, ich sehe keinen von denen, ach doch da. Och man, ich hab den fast getroffen, Alter. Oh, ich habe diesen Drecks-Eisbären getroffen, Mann. Wo ist eigentlich unser Teammate?
Weiß ich nicht. Macht Sachen. Warte. Der kommt jetzt. Ah ne, der chillt. Ja, was der mal. Ich frage mich, was da hinten gerade abgeht, Digga. Wow, er ist jetzt auch gestorben, Digga. Der erste ist down. Leute, der hat den Skin, den ich haben will. Oh Gott, hinter mir brennt alles. Ja, ich hab euch gesagt, da ist einer, der immer alles in Flammen setzt. Der hat Flammenmunition, der Wichser. Renn doch! Easy! 300, Alter! Jetzt, schnell Zugriff! Ja, ich muss mir erstmal ein bisschen Schild geben, ansonsten wäre ich jetzt One-Shot. Die Schnellius-Karte noch eingesammelt. Scheiße. Aber der hat den Skin, den ich haben will, Alter. Easy 1. Schade, Banane. Ich hab alle drei genockt gehabt. Alle drei. Diese eine hat noch gefehlt. Aber wird einen eigentlich auch irgendwo. Was hab ich jetzt gemacht? Spätestens eigentlich schon wieder. Oh. Weiß ich nicht. Kurz vor 2. 14 Minuten vor 2. Ja, warum kann man sich keine Spieler aussuchen, die man sich angucken will? Ich will wissen, welcher Skin, wie der Skin heißt. War doch, glaube ich, der von dem Skin, oder? Das war laut. Ja, sorry. Kai, komm mal raus. Ah ne, das ist ja. Ja, warte, lass mich nur gucken, damit ich weiß, wie der Skin aussieht. Aber wenn ich das im Stream habe, dann kann ich wenigstens per Google Kamerasuche danach suchen. Sieht ein bisschen kacke auf mein Gute Nachts Snap aus, wenn da Kai und ich in der Lobby sind und du da. Ja, warte, ich bin gleich da. Ich tu grad nur. Nein. Ah, hier sieht man den. Aber der Skin-Namen wird dann nirgendwo angezeigt, ne? Nee. Nee, du wirst mir blau angezeigt. Ich blau? Ich bin nicht besoffen. Dieser iPhone-Shutter-Sound einfach geil. Ich hab auch einfach Ton an. Und ich mach meinen Snapper später. Ah ne, ich hab nur Sanduhr. Aber was ich auch krass finde, ich meine mal, ich mache ja so ÖPNV-Fotografie, das heißt, ich fotografiere öfters mal so Straßenbahn und S-Bahn und so ein Zeug. Ist mir manchmal schon so leicht unangenehm, weil man ja auch gleichzeitig immer so die Fahrer so mit fotografiert. Aber meiner Meinung nach, die Fotografen mit den dicksten Eiern, meiner Meinung nach, sind so Street-Fotografen oder welche, die halt wirklich so Personen mitten in der Stadt fotografieren. Hab ich mir letztens so auf Instagram und auf YouTube Shorts und so gesehen. Digga, ich hab von Fotografie absolut keinen Plan und ich finde das auch ehrlich. Also so, ich mache meine Bilder so, das ist okay so, aber so andere Bilder so, voll keine Ahnung. Warte mal, wenn er sich da was zu essen macht, Alter, dann gehe ich jetzt noch kurz auf Klo. Machst du schon wieder was zu essen? Nein, ich habe mir was trinken geholt, deswegen finde ich die Aussage gerade so lustig. Ich wollte schon sagen, du wolltest doch gar nichts zu essen holen, das hättest du doch gesagt. Deswegen, ich habe bloß gerade nicht schon mal was zu trinken.
Ist der bekloppt, ey. Lass ihn machen. Mach ich. Pff, du, lass ich machen. Sollen sie alle machen. Ja, aber eine schöne Zwiebel mit Wurst oder reingepfiffen jetzt noch. Aha. Aha. Sagt er also. Aha. La 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 la. Wer ist blind? Schulz? Ja. Nee, ich glaube nicht, dass du Schulz heißt. Nein. Schulz? Ich habe keine Lust zu warten. Das ist ja ungefähr ein Stimmt, ja. Boah. Ist die andersrum umgefallen, Alter. Du bist hässlich. Ich bin wieder da. Du bist hässlich. Ich weiß. Seid ihr alle schon mal bereit machen oder seid ihr noch chillig? Also ich bin am bereit machen. Und du, Kai? Jetzt fehlt auf TikTok. Keichelt, schlafen die Bälle schon? Was? Schlafen Lena und so schon? Ja. Was? Die schlafen schon. Ja, brr. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich mache mir gerade erstmal noch Feinstulle, Digga. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade wieder so einen scheiß Heißhunger.
Aber eigentlich verarscht uns die Brotindustrie, ne? Ist euch mal aufgefallen, wenn ihr einen Toast holt? Denkt ihr, ihr holt ein ganzes Toast, weil so lang, ne? Mhm. Aber die Enden fehlen. Du holst dir ein ganzes Toast und dann fehlen einfach die Enden. Ich bin eh nicht so der Brotesser. Ich halt hier auch nicht so, aber ab und zu mal so eine Stulle, das fetzt schon ganz gut rein. Ihr militante Veganerin, das ist gut. Lecker. Nee. Oh, Alter, diese militante Veganerin voll mit ihren hässlichen T-Shirts da. Nicht vegan sein ist nicht okay. Aber was geht der Alten an, was ich... Sind die auch nervig. Was geht der Alten an, was ich fresse, Digga? Wenn ich Fleisch fresse, dann ist das doch meine Sache. Wenn du mal... Nein, theoretisch ja. Ich meine mal, ich scheue ja auch nicht davor zurück, irgendwie vegetarische Ersatzprodukte zu essen. So zum Beispiel diese vegetarischen Mühlensnacks, Alter. Die sind übel geil. Die esse ich gerne, sind halt nur leider ziemlich teuer, aber ansonsten halt im Alltag esse ich halt nur mal Fleisch, weil es halt mit das günstigste ist und einfach nur Obst und Gemüse ist halt scheiße. Mittlerweile ist Fleisch auch so teuer, Alter. Ja, aber die Ersatzprodukte dazu, die sind nochmal teurer und deswegen setze ich halt im Alltag immer noch auf Fleisch. Ich meine mal, ich würde jetzt nicht komplett vegan leben wollen, zumindest jetzt in naher Zukunft nicht. Aber ich würde schon gern ein bisschen mehr, anstatt jeden Tag Fleisch, dann halt auch mal so diese Ersatzprodukte nutzen. Aber die sind halt fucking teuer, die kann ich mir halt nicht leisten, so, ne? Das Ding ist halt einfach so, dass es halt einfach generell bescheuert ist, dass man Lebensmittel sowieso die Preise erhöht, was man ja so zum Leben braucht, so. Ja, das sollte irgendwie reguliert werden. Das Ding ist, diese militanische Veganerin, Digga, die interessiert mich im Scheiß. Ich esse das, was ich essen will, worauf ich Lust habe und ich lasse mir davon niemanden sagen, Digga. Ja, ich werde jetzt vegan, so. Ja, same. Weil dann kommen ja viele so mit Tierschutz und Massentierhaltung. Ich meine, ich bin auch pro Tierschutz und ich bin auch gegen Massentierhaltung und so eine Scheiße. Aber das... Ja, bin ich auch voll. Aber im Endeffekt lass die Menschen doch leben, Alter. Wer ja vegan sein will, ist vegan. Wer Vegetarier sein will, soll Vegetarier sein. Und wer nur mal Fleisch essen will, der soll nur mal Fleisch essen. Ja. Soll da jeder seine Entscheidung sein. Aber das Ding ist, ich meine mal klar, als Käufer trägt man eine kleine Mitschuld, gebe ich ihr auch zu, an Massentierhaltung, weil man kauft halt diese Massenprodukte. Das Ding ist, die Hauptschuld trägt aber meiner Meinung nach, jetzt gehen wir wieder ins Thema Politik rein, die Regierungen der Länder, die das zulassen. Das heißt, würden die sagen, Massentierhaltung ist nicht mehr und wir tun mindestens Bodenhaltung oder so machen, damit die Tiere wenigstens ein halbwegs vernünftiges Leben hatten. Ja, aber das kann sich ja auch nicht jeder Bauernhof leisten. So, dafür müssten ja erstmal wieder Gelder fließen in Bauernhöfen und so, dass die sich das wieder mehr leisten können, sage ich mal, eine ordentliche Tierhaltung zu führen. Ist aber so. Da sind wir ja wieder bei dem Thema, der Staat gibt ja mit für kein Geld, also nicht gerne Geld raus. So. Vor allem, du musst dir mal vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob die Summen jetzt noch immer noch korrekt sind, weil ist halt schon lange her, wo ich das gehört habe, aber die haben zum Beispiel beim BER, haben sie ein Regierungsterminal hingebaut für 80 Mille und dann haben die nachhinein gesagt, ja, das ist uns zu klein, aber anstatt das Ding einfach zu vergrößern, nee, komplett abgerissen, neu gebaut, nochmal neu für 150 Millionen, anstatt da so viel Geld in so ein scheiß Regierungsterminal reinzubuttern, was kein Mensch braucht, weil wozu brauchen die ein extra Terminal, da reicht auch einfach ein ganz kleines Ding irgendwo, weil die haben dann ja bloß ein Flugzeug, womit sie da großartig rumfliegen, deswegen braucht man da kein riesengroßes Terminal. Hätte man das Geld auch genauso gut den Bauern in der Hand geben können, damit sie sich bessere Haltung für ihre Tiere leisten können. Also es gibt so viele Sachen, wo ich mir dann bei denke, beim Staat, Alter. Es gibt viel bessere Möglichkeiten als die, was die jetzt machen. So. Mhm. Diese Welt geht einfach nur noch Tag zu Tag zugrunde. Ja.
habe ich vorhin mit Kai auch drüber gesprochen. Vor allem ist es auch teilweise unverschämt, wie viel man in der Politik verdient, Alter. Zum Beispiel Philipp Amthor, Alter, hat einen Haufen Scheiße gebaut. Hat sich richtig schön Haufen Sachen machen lassen, da auf Kosten der Steuerzahler. Und was ist? Der wird nicht aus der CDU oder so rausgeschmissen, macht ganz normal sein Dingens weiter. Und damals, wo das rauskam mit dem ganzen Scheiß, den er verzapft hat, hat er einfach bloß eine ganz normale Entschuldigung gedroppt. Das war's. Und vor allem, der hat zu dem Zeitpunkt schon knapp über 10.000 Euro im Monat verdient. Das Ding ist ja, diese 10.000 Euro, Digga, ja okay, Alter, ist zwar schon eine Haufen Menge Geld, aber ich find's einfach krass, was Fußballer verdienen. Ja, das stimmt. Nur für Training, für Spiele. Digga, was für ein Schwachsinn. Wäre ich Fußballer, Digga, nee, einfach bescheuert, Digga. Wie kann man mit seinem Hobby so viel Geld machen? Ich hatte auch früher mal die Chance, Fußball zu spielen. Was ist denn mit Kai eigentlich? Weiß ich nicht. Kai? Brech mal ab. Schreibst mir jetzt so? Ja, ich rufe ihn an. Ja. Ja, ist der eingepennt oder was? Ich glaub's auch. Aber ist ja auch schon spät. Ja, so spät ist es nur Obi ja nicht. Vor allem, warum ist Kai jetzt schon müde, Alter? Ich habe damals teilweise bis 6 Uhr mit ihm gezockt. Ja, wir wollen ja morgen außerdem noch zum Kauler und so. Stimmt. Deswegen ist halt, keine Ahnung, ist es halt schon spät. Ja, schon so gesehen irgendwo schon, ja. Oder er ist eine rauchen gegangen. I don't know, dann hätte er nichts mehr sagen können. Aber er ist doch am Headset. Naja, seine PS4 triggert sein Headset auch öfter. Kai. Du hast angerufen? Ja, was machst du? Ich höre gerade Zähne putzen, jetzt will ich rauchen. Wir haben gerade spekuliert, warum du aussiehst. Und dann haben wir überlegt, bist du jetzt eingeschlafen, weil ich höre auf jeden Fall ein Schnarchen in deinem Zimmer. Und dann haben wir überlegt, dass du einer rauchen gegangen bist. Aber eigentlich sagst du uns ja immer Bescheid, deswegen. Oh, das Gespräch existiert schon wieder nicht mehr. Ich hab mir Zähne geputzt, hab mich auf Klo gesetzt und dann bist du hier noch rufen. Okay, also bist du gleich wieder da? Joa. Joa. Dieses Joa hat mir gefallen. Ja, yeah, genau. Okay, dann bis gleich. Du. Sein so, Kaffee ist nochmal auf Klo gehen. Also, lass mich raten, ihn bekam die Politik nicht so.
Ich glaube, das Schnarchen kommt entweder von seinen Geschwistern oder von Gizmo. Leute, die Rama wird weich, Alter. Ich darf bloß nicht vergessen, die nachher wieder in den Kühlschrank zu stellen. Das ist ja Rabageddon, Digga. Das Puffer des Watt. Es ist kalt. Heute war viel zu warm, Alter. Jetzt gerade werden die Temperaturen erst wieder angenehm. Ich war ja noch eine ganze Zeit lang draußen gewesen. Naja gut, ich zugegebenermaßen nicht. Weil ich weiß nicht, was ich draußen machen soll. Ich habe ja draußen keine Beschäftigung oder so. Du bist ja auch letztens einfach gegangen. Ja, gestern war ich ja nur unterwegs, weil wegen Dingens war ja am Ostbahnhof Trimax, Knossi und René Schmock da waren. Und danach wollte ich nicht direkt wieder nach Hause, weil ich weiß nicht, für eine halbe Stunde dahin fahren irgendwie. Also ich bin ja knapp eine Stunde hingefahren, denn eine halbe Stunde darum habe ich dort halt gechillt. Dann sind die ja weitergefahren mit dem Bus. Und dann wollte ich halt nicht direkt wieder nach Hause, weil das wäre ein bisschen low gewesen, für die lange Fahrt so kurz unterwegs gewesen zu sein. Und deswegen habe ich den Kai angeschrieben, weil mir schon irgendwie klar war, dass Kai wahrscheinlich wieder unterwegs ist. Kai ist gefühlt immer unterwegs, so sei denn er schläft auch. Deshalb ja. Deswegen habe ich ihn angeschrieben, bin dann gestern mit einer Anzeige gekommen. Boah, meine Schlaftabletten klatschen. Schlaftabletten hätte ich auch gerne, Alter. Bei meinen Einschlafproblemen ab und zu. Hat ganz schön Vorteil. Ordentlich Wurst drauf gepfeffert, sonst kriegt die Packung nicht mehr. Das Ding ist, wenn ich so eine neue Wurstpackung aufmache, ich muss die immer noch am selben Abend irgendwie den leer kriegen, weil wenn die dann irgendwie einen Tag im Kühlschrank oder so dann lag, weil ich habe ja extra so eine Plastikbox, da dürfte es ja eigentlich nicht so schnell austrocknen, aber die Wurst ist dann halt trotzdem nicht so geil frisch, wie wenn man sie frisch aufgemacht hat. Deswegen mache ich die meistens dann, wenn ich selber mir Stullen mache, dann immer am selben Abend noch leer. Boah, nee, könnte ich nicht. Das Ding ist, ich bin ein scheiß Vielfraß, deswegen ist es bei mir ganzes. Bei mir ist es halt momentan so, ich nehme ab, nehme wieder zu, nehme wieder ab, nehme wieder zu, nehme wieder ab. Oh nee. Na gut, jetzt gerade esse ich wieder ein bisschen viel, aber ich bin tatsächlich gerade wieder dabei, meine Essmenge zu reduzieren, weil ich eigentlich langsam mal unter die 100 Kilo will. Ich wiege zu wenig. Ich habe das Problem, die Essstörung, dass ich halt gar nichts esse. Und wenn ich was esse, dass ich es meistens wieder auskotze. Oh.
Aber wir haben ziemlich krass viele Gegenteile, ne? Ich esse zu viel, du zu wenig, ich habe lange Haare, du hast kurze Haare. Ja. Kai ist auch ein Vielfraß. Ja, nur er bleibt dünn. Ja, das stimmt. Weil ich habe auch einen Kumpel, der ist allerdings auch schon ein bisschen älter. Der kann auch fressen wie ein Scheindrescher, Alter. Das macht dir nichts aus. Der bleibt auch dünn. Ich kann auch, also wenn ich dann mal esse und dann richtig esse beispielsweise, dann kann ich auch essen rein theoretisch wie ein Loch. Ich werde auch nicht dicker. Mhm. Aber hat halt auch was mit dem Stoffwechsel zu tun, ne? Mhm. Mama, die fragt warum? Weil ich keine Lust habe, die Klemme zu nehmen. Was ist mit der Kleinen? Nee, Lena wollte unbedingt mitkommen, Carola. Nee. Nö. Also bei aller Liebe, aber nein. Kai, du musst doch ready machen. Ich muss noch ready machen? Mhm. Bei mir steht, du sitzt aus. Ich weiß, jetzt ich auch noch. Weißt du, woran merkt man, dass Kai zurück ist? An seinen Emotes. Was? Was meinst du denn jetzt? Weiß ich nicht. Genau, dieses Buch. Doch nee, Weihnachtsmucke, Digga. Ich hör's nochmal, weil ich hab Kopfhörer auf. Ist mir aufgefallen. Möge die Macht mit dir sein. Nein. Ah, den Emote finde ich geil. Einfach sämtliche Klondinger. Kai ist ja auch so ein Pinguin. Da, er liest ein Buch. Miep, miep, miep. Miep, 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 miep. Mal gucken, ob ich es nachher schaffe, mein Brettchen rauszubringen, ohne dass mir die Krümel runterfliegen, Alter. Da wurde wieder ein Foto gemacht. Wo ist denn jetzt das? Ah, hier. Oh. Na komm, ich mach auch noch mit. Ja, warum?
Kai willst du vielleicht auch noch? Oh. Oh, jetzt hat da jemand seinen Wegpunkt weg. Sag mal, warum hast du deinen Wegpunkt weggemacht? Warum macht ihr so euer Wegpunkt alle weg? Ja, Digga, warum soll ich meinen mitmachen, wenn da schon zwei sind? Ja, weil es ein bunt ist, Alter. Bunte Säulen in der Luft, Digga. Sieht gut aus. Weiß ich mal, hier soll nicht mehr. Da hält die Playstation wieder richtig ab. Ich glaube, Kai guckt sich gerade eine Nahaufnahme von den startenden Eurofighter an. Funny. So ungefähr, ja. Oh, endlich ein vernünftiges Gewehr. Wie kann die Scheiße hier weg, Alter? Das Rotpunktgewehr braucht kein Mensch, Alter. Ich mag Rotpunktvisiere in echt, aber nicht hier in Fortnite, Alter. Die sind scheiße. Ich kann es auch in die Tonne treten, die Dinger. Was ist ein Fortnite-Bug, Digga? Ach, bei dir da oben? Alter. Lol. Hm. Oh! Eins. Ab welchem Level bekommt man eigentlich das Feuer hinterm Level? 100. Oh, bin ja nur noch zwei Level davon entfernt, Alter. Hab ich auch Feuer. Bisschen fui fui. Ach, Mariella, jetzt hier das Ding. Ah, cool. Das Sack hat mir die Pump geklaut, Alter. Ich krieg Krise, Digga. Das war die einzigste für mich brauchbare Waffe. Diese blaue Dreckspump, Digga. Der klaut sie mir. Kein Zutritt. Eckmar. Oh mein Hecken. Ja, der kommt erst gleich. In 1 Minute 30. Der war mit einer Rubber Ducky da dran und dann let's go. Wollen wir denn gleich wenigstens schon mal eine Welt aufmachen, damit wir wenigstens schon mal eine Welt haben, auf der wir bauen können? Aber keine Antwort ist auch eine Antwort, ne? Ich habe absolut gar nicht zugehört. Ach Digga, ob wir denn wenigstens gleich schon mal eine Welt aufmachen zum Bauen, Alter? Ja, von mir aus. Ich weiß halt nicht mehr, wie lange ich wach bleibe, weil wie gesagt, meine Medikamente klatschen. Ja, ist ja kein Problem, aber wenn Kai vielleicht noch ein bisschen da bleibt und ich bin ja sowieso noch total wach, deswegen kann Kai ja wenigstens schon mal anfangen oder so und Kai dann vielleicht auch, wenn er noch Bock hat. Ja, mal gucken. Deswegen, aber ich hätte jetzt nach der Runde übel Bock, da die Map anzufangen, Digga. Schönes Fortnite-Projekt. Bauprojekt. Ich baue mir erstmal wieder ein richtig schönes Haus.
Aber wollen wir denn die Regelung machen, dass wir nichts von den anderen kaputt machen dürfen? Weil ansonsten ist hier die ganze Zeit wieder Craft Attack, Alter. Oh, ich seh nix. Oh, meins. Mann, fick dich. Der andere hat mir meine Schrotflinte geklaut. Jetzt wollte ich das Ding wenigstens haben. Zweitens, Ficken ist leider kein Einzelsport. Oh, mach hin. Das ist ein Schrott, Alter. Ist ja nur Scheiße. Wow, Alter, dafür haben wir gewartet auf die, damit die Spawner da für den Müll, der da drin ist. Ist ja der Hammer, Alter. Au. Aber ich dachte, wir machen jetzt noch den ganz großen Biggie auf. Was liegt denn da so schön ist? Bitte was Brauchbares, bitte was Brauchbares, bitte was Brauchbares. Nichts. Da liegt nur Müll, Digga. Na toll, was soll ich mit dem lilanen Fickding? Ja, ich will die Kampfschrotflinte, die ist geiler. Let's go. Wieder eine grüne Kampfschrotflinte. Ich habe aber schon eine grüne. Blaue wurde mir ja weggenommen von unseren zusätzlichen Mate, Alter. Wird Zeit, dass Epic mal wieder Trio einführt, Alter. Oh geil, Duschkabine. Let's go duschen. Du solltest lieber mal hinterherkommen. Bin ich auch gerade dabei. Was liegt da unten? Nichts. Würde ich mal behaupten. Boah, Digga, Alter, wäre ich jetzt da runtergefallen, Digga. Das wäre ja absolute Katastrophe gewesen. Raus.
Ja, let's go. Jackie. Weil ich dieses dämliche Eisrutschen ausgerüstet habe. Ich da jetzt rumgeslidet bin, wollte aber wieder zurück. Was ist, ich fall die Drecksklippe trotzdem runter, weil die nicht kaputt gegangen sind, die Eisschuhe. Ich bin auf den Boden geknallt. Aber du wirst ja wieder geholt. Ja. Oh nice, der hat einen Bot engagiert, der einen heilt, Alter, das ist ja geil. Ja. Was ziehe ich ihn da auf dem Automaten? Das ist ganz süß. Wann bringt Fortnite eigentlich wieder den Phoenix-Skin im Shop? Ich will den unbedingt haben, Digga. Ist der einzigste, mit einer der einzigsten Skins, die ich jetzt noch irgendwie krass haben will. Was hast du hier für eine Drecksfabrik, Alter? Kommst du noch nicht mal mit dem Auto durch? Ein Kill nach dem anderen. Na, warte doch mal ein bisschen auf mich, Alter. Ich muss erstmal hier mit dem Auto links kommen, Digga. Ich bin zu faul zum Laufen. Bruder, sind alle tot. Scheiße. Der Felsen hat dich geschützt, Alter. Kann das sein, dass ich den anderen gerade weggeböllert habe? Oh. Nein, du hast keinen weggeböllert. Oh nein, nein, weggeböllert. Ich habe jetzt noch nicht ganz mitbekommen, wem. Habe ich schon Gold? Brauche ich aber nicht. Mann, Digga! Kai! Der hatte eh nichts Besseres bei. Er hat so ein Baby bekommen, das war's. Nein, ich wollte ihn rekrutieren. Der war schon ein bisschen schneller als du. Wo ist da einer? Ach, da. Junge, ihr seht sie alle schneller als ich. Augen auf. Ja, wie denn, wenn da ein Haufen Scheiße vor ist, die mit dem Sichtfeld labert, Alter. Wo ist er hin? Aua! Schüch, Digga. Komm, brenn, du Wichser. Oh, der, ich hab hier nicht geworfen. Nein, ich hab da losgelassen, bevor ich gestorben bin. Mann, Digga, bleib da stehen, Alter. Please, hallo, help me. Willst du gleich noch weiterlaufen? Digga, gar nee, hab ich keinen Bock drauf, wirklich. Jetzt. Ach, lol, du warst hinter mir, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, Digga. Schon die ganze Zeit. Ich wusste, ich dachte, du meinst irgendwie Gegner oder Leute, du hast mich fast die Klippe runtergeböllert.
lag da jetzt so eine Waffe drin, mehr? Ah. Hier ist doch gerade einer mit so einem Ding rumgeschwungen, Alter. Wo ist der hin? Das ist natürlich super, dass ich nur Waffen für mittlere und nahe Entfernung habe, Alter. Aha. Zumindest habe ich jetzt mal getroffen. Aber mein Kill, ne? Ach man, ich habe noch gar keinen Kill, Alter. Ich brauche mal was. Ich will eigentlich Level 100 werden. Ja, ich habe einen Kill. Ist ja der Wahnsinn. Hab's geschafft. Irgendwas böllert er noch, aha. Bin ich vielleicht doch jemand wieder um? Hä, wo bist du? Ach, da. Das war das schnellste Wiederbeleben der Welt. Oh, der, die Flasche hat ein Scharfschützengewehr. Nein, du böllerst nicht auf mich. Das kannst du knicken, Junge. Das kannst du knicken, Junge. Ach komm, ich hatte alles im Griff, Alter. Ja, alles im Griff, genau. Digga, er hat zwar gezielt, aber er hat nicht geschossen. Die ganze Zeit nicht. Munition ist voll, Digga. Ich hab mir nur Schild abgezogen, mehr nicht. Jetzt latsch ich mal ein bisschen vor, Alter. Ich will auch Kills. Wo ist der hin? Ah. Ja, ich mache absolut kein Damage, Digga. Das ist so behindert. Lad das Ding noch, Alter. Ich will jetzt was killen. Irgendwann muss ich das doch auch mal hinkriegen jetzt hier. Keks, Alter. Nein. Lol, macht der 5er Ticks? Nee. Oh shit, oh shit. Oh, knapp. Boah, ich häng fest, na klar, häng ich wieder fest, Alter. Als einziger Idiot. Oh, please, Alter, large. Oh, Digga, ich bin fast tot. Hast du keine Heilung bei, Digga? Doch, aber ich habe die fast alles aufgebaut. Ich habe jetzt nur noch ein großes Medpack dabei und das war's. Oh, jetzt versteckt. Leute, es lebt nur noch einer, ne? Und da kommt er auch schon angefahren. Oh, den kill ich. Ist scheißegal, ob ich Lowlife bin. Ich will den haben. Sagt er und stirbt. Ach komm!
Schade, dass ich vorher keine Krone aufgesammelt habe irgendwie, Alter. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn ich meine erste Krone gehabt hätte. Weil ich habe immer noch keine. Adeline ist jetzt verfügbar. Toll, das interessiert mich nicht, Alter. Bringt Phoenix rein, den will ich haben. Nicht die komische Adeline da, die interessiert mich nicht. Adeline, das hört sich an wie Aldi Lette, Alter. Vorgefahr, Alter. Blödsinn hier, ey. Nur Müll im Shop, Digga. Steht da drauf, ach, FFC oder was? Aber ich hab KFC gelesen. Müll. Aber wieder. Okay, dann bring ich mal schnell die Sachen hier raus. Danach können wir die Map starten. So schnell geht's. Ich würde das Quette frei machen. Ich muss mich schon mal weckerstellen. Wann stehst du auf? 10 Uhr. Ah ja. Wollen wir noch die Map machen? Deswegen meinte ich doch gerade, du wolltest Quette freistellen. Mhm. Hey Jackie, was läuft bei dir? Um 10 werde ich aber noch nicht aufstehen. Sollst du ja auch nicht, das ist mein persönlicher Wecker. Weil ich vorhin was anderes klären muss. Ach so. Ja, ja. Aber ich lege mich auch gleich danach ein bisschen schlafen wahrscheinlich. Same. Ich werde maximal bis 3 streamen, also noch 12 Minuten und dann. Ich 2 Streams an einem Abend gemacht, Alter. So, neu erschaffen. Start. Lol, man kann sich als Insel eine komplette Map nehmen. Obwohl, ist Schwachsinn, wir wollen ja selber bauen. Welche Map nimmt man da am besten? Keine Ahnung, musst du entscheiden, wo du drauf bauen willst. Wo ist denn die Dingens-Map, Alter? Ach hier. Dann nimm mal die, die ist ganz geil. Bestätigen. FN Bauprojekt. Hier Ding. Möge die Macht mit dir sein.
Let's go. Ich kreime jetzt erstmal hier richtig schön die Bergspitze. Oh, knapp. So, wie war das jetzt hier noch mit... Ich muss doch erstmal irgendwo die Rechte einstellen, ne? Eine Insel. Einstellungen. Bla. Ah, hier Berechtigung. Berechtigung zum Bearbeiten? Nee. Alle. Das braucht kein Mensch. Einstellung. Konditionsregeneration erlauben, das können wir anmachen. Können sich ja jeder heilen, ist doch kein Problem. Max Schilder, Digga. Was geht denn Maximum? Lo, ist er jetzt schon eingepennt? Das so gering standardmäßig schon eingestellt ist, Alter. Naja. Okay, lassen wir es so. So, habe ich mir jetzt hier schon mal den Berg gekrallt. Kai ist jetzt wahrscheinlich schon ins Bett gegangen. Würde ich sagen, basteln wir jetzt mal hier schön. Ich bin auch überlegen, als erstes Haus erstmal so ein Standard-Asset zu nehmen. Weil wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht mehr lange live. Ich will auch langsam ins Bett. Uhrzeit, bla. Ein Shop, Alter. Ich brauche ein Haus, kein Shop. Garage. Aha. Hier sind die ganzen japanischen Sachen. Na gut, einen Wolkenkratzer brauche ich jetzt nicht. Jetzt mal so ein 0815, so ein ganz schickes Haus irgendwie. Eine Yacht, Digga. Ich
Wikingerhütte. Die Dinger standen noch, glaube ich. Ja, Weeping Woods. Oh, Digga, geile Zeiten, Weeping Woods. Aber ne, ich brauch ganz normales Haus. So, ein Restaurant. Ein Bootshaus. So, irgendwie auch so kleine, so Standardhäuser irgendwie sein, Alter. Ach, irgendwas ohne Schnee auf dem Dach vielleicht. Oh, lol. Betonbrücken. Oh, das ist geil. Können wir richtige Straßensysteme und so bauen. Oh. Das ist Season neu. Ach, guck mal. Ah, wohl. Nee, Winter nicht. Zeit, Widerstand, Paradies, Bauernhaus. Das wäre doch eigentlich schon mal was, oder? Deko, Burg. Boah, Alter, was ist denn hier alles? Shanty, Wild West, Weeping Woods, die Hütte vielleicht, die Woods Hütte, aber Weeping Woods waren geile Zeiten, so ist nicht, ne? Muss ich mal als Option drinne. Ich habe natürlich keinen blassen Schimmer mehr, was da überhaupt zugehört und was nicht. Sunny Steps, was war das nochmal? Probieren wir es erstmal damit hier, oder? Uff. Vor Schuh ist das so riesig. So. Hallo, ich glaube, ich habe Scheiße gebaut, ne? Oh nein, es hat einen Keller. Oh, ich habe das nicht richtig versenkt. Was ist denn hier passiert, Digga? Oh, das habe ich komplett vergessen, Digga. Das Ding hatte ja... Oh nein. Ich würde jetzt nur den oberen Teil der Hütte haben. Mal löschen X. Muss alles weg. Probier es gerne mal mit der Bauernhütte. Oh, da habe ich einen Baum gelöscht. Scheiße. Einfach nur eine clean Hütte, Alter. Wo ich es gleich mal mit dem Bauernhaus und dann mal gucken. Ich glaube, das braucht ja noch mehr Platz, ne?
Ich muss mal aufpassen, dass da auch kein Keller bei ist, Alter. Aber das sieht man ja so schlecht. So, 2. Geil gesetzt. Klar, ist jetzt ein bisschen doof, aber da mache ich noch was draus. So. Oh, wie war nochmal Editor, Alter? Den hier? Nee. Och. Ach, G. Ach, Blödsinn, Mann. G. Hä? Das wollte ich zwar überhaupt nicht, aber okay. Nur da eine Wand hin haben. Das kann ich ja so lassen, das passt doch erstmal, ne? Und dann kann man daran später immer noch was. Aber jetzt erstmal so. Da haben wir auch so einen geilen Ausblick nach draußen und so als Plattform gedacht hier. Was ist aber ganz chillig so, ne? Und hier dann hier schön der Eingang. War erstmal schön meine eigene Tür richtig aufgeballert, Digga. So ein bisschen. Ja gut, der Müll ist jetzt natürlich ein bisschen Müll. Kann ich den irgendwie löschen? Jetzt erstmal den Müll hier rauslöschen. Okay, die Pakete da lasse ich liegen, weil ganz fein so. Diesen Müll hier überall, den brauche ich nicht. Okay, die Wand ist jetzt natürlich ein bisschen schäbig. Aber scheiß drauf. Kann ja nicht immer alle tipptopp sein hier. Ah. Der Rest hier oben ist ganz okay. Ist halt Dachboden, ne? Ist wieder ganz fein eingerichtet. Das passt auch. Passt auch. Ja, ist auch ganz geil so, ne? Man kann ja auch irgendwie Inseleinstellung hier, meine Insel.
Dass man halt nichts abbauen kann. Ich hier außersehen was abbaue, ne? Weil das wird mir definitiv passieren. Abbauart, Kreativmodus, bestimmt die Werte Ressourcenabbau im Spiel. Gebäudeschaden. Bestimmt anhand des jeweiligen Erbauers im Spiel, welche Gebäude vom Spielern beschädigt werden können. Gegner gebaut und. Ohne Schaden selbst gebaut. Wo hätte ich gerne gar nichts. Okay. Gucken, hat er das jetzt so übernommen? Ich würde es halt tatsächlich schon gerne haben, dass man nur Sachen abbauen kann mit dem Handy, dass man es halt nur damit löschen kann. Okay, perfekt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, auf welcher Taste das Handy gelegt ist. Kampf bauen. Kommunikation, Emote, sonstiges, Slotkamera, Gyroskop, Cursor, Karte, Inventar, Fahrzeuge, oh Digga. Falkendrohne, Reiter, Digga, Alter. Hier, Telefon an, aus. Welche Taste ist das? Ist was serious? Welche Taste ist das? Oh, ich beleg das um. Quatsch, die Taste hier. Irgendwas vorher auf Y drauf. Keine Ahnung. Können wir mal den hier machen. Okay, perfekt. Würde ich sagen. Bastel ich mir jetzt hier noch irgendwie einen Weg oder so? Kann ich irgendwie Gras löschen? Nee, ne? Ich weiß, eigentlich wurde ich ja schon längst jetzt langsam offline, aber mir macht das gerade so viel Spaß, dass ich glaube erstmal noch kurz bleibe. So, machen wir das ja erstmal alles weg. Dann brauche ich Objekte, Gelände. Das ist schlecht. Ich brauche eigentlich bloß glatten Boden. Irgendwie Steinplatten oder so. Wäre ja auch vollkommen fein, so Gehwege. Genau. Objekte, nee. Galerien. Ah, hier gucke mal. Das ist wie Chanceböden. Treppen. Könnte man einen Parkplatz und alles draus basteln. Also eigentlich ja. Kann ich den Slot frei? Okay. Hintergebäude, anpassbar, Spiel, Lichter, Musik, Natur, Gelände. Fahrzeug. Was ist ein Fahrzeug jetzt?
Straße? Ist so ein Schneeböden, ne. Doch hier. Ich gehe auf der 3. Rocket League. Mid West. Weeping Woods. Wikinger Außenposten. Top Secret. Straßenseite. Probieren wir es erstmal mit den Sachen aus, die ich hier hab. Okay, die muss ich jetzt natürlich, das ist, weil es halt eine Galerie ist, muss ich natürlich erstmal irgendwo anders setzen. Okay. Aber hier schon ganz nette Böden, ne? Gut, das hier ist Teppich. Hier so fliesenmäßig. Ah, hier Beton. So ein Betonboden hätte ich auch irgendwie Bock, ne? Oder die Dinger hier. Verschieden, glänzend. Aber ich nehme natürlich matt. Ne, glänzt auch. Okay, das ist hier Marmor wahrscheinlich oder so. Aber es wird Nacht. Ach Quatsch. Einstellung, ja. Tageszeitstand. Zehn Uhr. Let's go. So, wie kann ich das Ding kopieren? Setze ich jetzt um mein Haus drum. Jetzt Boden. So. Eine schöne Fläche draus. Ja, ist soweit schon ganz nice. Dann mache ich hier irgendwie eine Garage oder so hin. Gibt es auch so ganz kleine Garagen? Schon fertig, wäre natürlich geil. Ja, alles nur Galerien. Fertigobjekte. Ich brauche ja bloß eine ganz kleine Garage. Also es gibt so eine Garage mit 3 Stellplätzen. Ja, aber brauche ich nicht. Das ist alles so riesen Gebäude hier, Alter. So ein Depot. Hangar, Könnte man auch mal was draus machen. Aber das ist ja alles, um eine Militärbasis zu bauen, Digga. Das ist ja geil. Boah, erstmal brauche ich eine kleine Garage. Ein schönes, nettes Auto reinstelle und dann die Garage ist ganz geil, aber die ist mir zu groß. Ich hätte gern die hier in kleiner, weil ich brauche keine 3 Stellplätze, mir reicht einer. Oder ich setze mir einfach gleich Straßen hin, so parkplatzmäßig, und dann knalle ich mir da einfach, baue ich mir einfach aus den Standard Fortnite Baumodus. Brauche ich mir daraus eine Garage? Kann man auch ein bisschen was draus machen. Ich
Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Dass es keine Kleingaragen gibt. Na klar, theoretisch könnte ich die Dreiergarage einfach setzen und die dann verkleinern, aber. Nee, ich mach lieber Freestyle. Nehme ich mir so ein Parking-Lot-Dings. Kopieren. Perfekt. Und dann die Platte halt in Standard. Ist natürlich irgendwie an tausend verschiedenen Sachen, aber naja. Schon ganz geil. So. Aber das brauche ich jetzt in einem anderen Material. Nein. Könnte man nochmal ein Material wechseln, Digga. Ah. Nicht stand. Let's go. Na. Nice. Dann kann ich da mal jemand mit meinem Auto denn so reinfahren, irgendwie einparken oder so. Dann fahre ich hier so längs und kann dann hier den Berg runterrauschen. Ich weiß halt nur nicht. Es ist halt schade, dass man keine Böden irgendwie so streichen kann oder so. Weil dann würde ich hier eine Straße rübersetzen. Hier kommt dann halt noch eine Brücke hin. You know? Das wäre irgendwie ganz geil. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie möglich ist. Verbrauchsgegenstände. Oh, die Spawns, glaube ich, drinnen, ne? Ich brauche ja ein Auto. Weil ich glaube, ich baue einfach einen Autohändler, dass man sich da dann die Karre rausholen kann. Aber das bei Geräte? Ne, ich war bei Geräte, genau. Nitro Drifter Limousine, genau die will ich haben. Ziehen, was?
Drehachse vertikal. Ich brauche horizontal. Ja. Es ist überhaupt nicht so, wie ich das jetzt gesetzt haben wollte, Digga. Aha. Spiel sichtbar, Verwendung von Treibstoff aus, Radio aktivieren aus, weil es scheiße nervig ist. Eingeschaltet wäre Phase immer, Respawn einschalten, Respawnzeit sofort, Fahrzeug respawn, wenn eingeschaltet. Reaktivieren das Team jedes, achte Klasse. Verwendung von Treibstoff aus, Boost eingeschaltet aus, Radio aktiviert, nein. Straßenreifen aus. Friendly andere Fahrzeuge beschirmen durch andere Fahrzeuge. Aus. Okay. Konnte man die Dinger nicht aber auch noch irgendwie mal einfärben oder so? Auto. Das ist doch ganz geil so, ne? Geh ins Bett, ne, warum denn? Alter, Autos mit Turbolader, einfach nur geil. Warum soll ich denn ins Bett gehen, lieber Nico? Na, kann ich irgendwo wenden? Scheiße, Alter, wie das Problem in Fortnite mit rückwärts einparken, Digga. Er verzieht immer Dreckslenker. Ja, vorhin haben wir ja noch Battle Royale gespielt, aber wir haben vor, halt so ein Bauprojekt in Fortnite zu machen. Also ich, Leo und Kai. Let's go. So. Und hier noch eine Tür reinbasteln. Nice. Was das? Das ist ein Bauprojekt einfach nur. Also das ist meine Garage, ist erstmal improvisiert. Das ist meine Hütte. Eine aus der Galerie genommen. Das wird jetzt hier noch demnächst verschönert. Da erstmal so eine Galerie hingeklatscht, damit ich schon mal ein paar Teile zum Bauen habe. Und ich habe mir halt die Spitze des Berges gekrallt und na, mal gucken, wo sich die anderen denn niederlassen. Dann bauen wir halt ein bisschen. Fortnite RP, also ungefähr.
Roman-Spielansatz, Alter. Fortnite-RP. Ja, aber ja, so ungefähr. Und mir hat nur einfallen lassen, welche, was für die Brücke. Das sieht doch schon ganz. Sieht doch schon ganz geil aus. Vor allem, ich habe heute einen Spieler im Battle Royale gesehen, der den Skin hat, den ich unbedingt haben will, den Phoenix Skin, Alter. Aber Fortnite bringt den natürlich nicht im Shop, Digga, Alter. Ich würde, selbst wenn er in dem Paket drin wäre, ich würde von mir aus das ganze Paket für den Skin kaufen, Digga. Ja, okay, da muss ich mir auch noch was einfallen lassen, weil es sieht scheiße aus. Wo ist eigentlich, obwohl, so als Geheimversteck ganz geil, so, ne? Ah, mal gucken. Die macht man langsam auf, ja. Weißer Klonkrieger, aber ist immer schon ein bisschen brutal. ja. Oi, Nico, du wirst mich wahrscheinlich für verrückt halten, aber ich glaube, du weißt ja nicht, wie der Phoenix-Skin aussieht. Och, Junge, die mit ihren Drecks-Cookies, Alter. Weg. Laufende Eimer da. Was heißt der laufende Eimer? Das ist ein Klonkrieger. Sogar der. Warte mal, gibt's hier nicht irgendwo diese komischen Ach man, nee, ich lande aber auch nie mit den Dreckstüren. Da war doch irgendwo so ein Dingens, wo man immer seinen Skin ändern konnte. War denn der Scheiß? War das hier? Oder was ist das? Wozu ist das hier, Alter? Wo ist denn diese komische Telefonzelle, die auf den meisten Maps drauf ist? Und sein Skin ändern kann. Der Funzel muss. Ah. Ja, warum, Alter? Ich will den Skin haben. Muss ich erst bauen? Ja, okay, wo finde ich die? Geht doch wahrscheinlich, ne? Weil. Muss ich ja drin umziehen, muss ja die Rätsel sein. Was ist das hier? Klassenhaus, Digga. War jetzt hier zwei Klassengesellschaft oder was? Ah, oh, Hubschrauber, will ich auf jeden Fall auch noch hinbasteln. Speicherpunkt, what the fuck? Charaktergerätkontrolle. Was ist das? Ja, wo ist die Dreckstelefonzelle? Was bist du? Spielerbezug, glaube ich nicht. Was ist das? So. Ein Dixie. Wachgeschütz. Anpassung. Da gibt's alles und nicht das, was man braucht, Digga. Das ist Schmutz. Umkleide. Kann man die hier suchen oder was? Jala. Kommt er da unten irgendwo schön hin? Ich bastel die da einfach mal daneben der Laterne. Sag mal, willst du mich flachsen, Alter? Ich habe ganze Zeit nach einer kleinen Garage gesucht und hier steht random eine rum. Hier drauf bauen. Let's go. Hä? Die Umkleide ist ja Müll. Ist zu klein. Ah. Ja, was ist denn das jetzt für ein Dreck, Alter? Wie.
Was? Emotes? Doch. Möge die Macht mit dir sein. TWTC. Digga, sprich Deutsch mit mir, Alter. Twitch-Emote. Ja, deswegen habe ich dich ja gefragt, ob wir uns mal zusammensetzen können für die ganzen Einstellungen. Ich habe doch von dem ganzen Dreck keine Ahnung. Ja gut, morgen bin ich unterwegs, aber hättest du vielleicht mal morgen Abend Zeit mit mir Teamspeak, da mal die ganze Kacke durchzugehen oder Discord oder so? Das war schon mal zwei. Ja, ich bin morgen auch mit Freunden unterwegs. So, wieso funktioniert... Hä? Ach, oben ist noch ein Punkt, Alter. Warum funktioniert das direkt Ding nicht, Alter? Hab selber keine Ahnung von Twitch. Ja, du hast da auch Emotes und alles an, oder nicht? Outfit ändern. Ja. Wie? Jetzt mal flachsen, Digga. Ich kann mein Drecks-Emote hier nicht ändern. Mein Skin. Starte mal das Spiel. Aber wenn das dann geht, Alter. Schmutz. Ja, das sind die Skins, die ich habe. Der war kostenlos, der aus dem Battle Pass, die beiden in einem Paket gekauft. Ich wollte unbedingt diesen Spider-Man-Skin haben. Battle Pass, Star Wars Event. Und der Rest eigentlich auch Battle Pass. Die Kollege Fortnite Legend. Ah. Ich finde halt die Klonkrieger ganz geil. Ich nehme jetzt erstmal den Standard-Klon-Soldat, oder? Ja, komm, let's go. Es sind doch Emotes, die du gerade drin hast. Oder kann man auch irgendwie eigene Emotes einfügen? Einfügen. Oh, geil gewonnen, Alter. Schließen. Excuse me, ich würde gerne... Ah. Zum Kanal-Emote. Kann ich da selber welche einfügen, Alter? So richtig, da würde ich gerne richtig coole Emotes mal machen, Alter. Würde ich mich effektiv sogar mal die eine oder andere Stunde ransetzen, ein paar lustige Emotes machen. Nee, bitte, Titi. Aha. Ja, muss ich mal gucken. Sind die kostenlos oder muss man Knete blechen? Was? Kostenlos. Der Pet, Alter, willst du Haustiere, Digga? Weil kann ja lustig werden Anfang nächsten Monats, ne? Wenn ich nach Goslar fahre, Zelle ist nicht weit weg, Alter. Kannst du ja schon mal drauf freuen, Alter. Kriegst du ja von mir Besuch. Ja, och. Das Dach sieht scheiße aus, muss ich mir mal einfallen lassen. Hat er nur das?
zumindest nicht ganz so scheiße aussieht. Da wird sowieso eine neue Garage drin gebaut, Alter. Gucke ich mal Galerie irgendwie nach Beton oder so. Aber... okay, sieht immer noch scheiße aus. Schmutz, ja. Hauptsache Automat. Ja, den habe ich drinne, damit, weil ich in der Vergangenheit schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habe mit manchen Menschen, die dann irgendeine Scheiße im Chat reingeballert haben, Alter. Und deswegen habe ich den drinne. Weil, was bleibt mir anderes übrig? Ich habe keine Moderatoren so. Ich habe keinen, der sagt, yo, ich bleib gerne für dich dann auch mal am manchen Abend bis 4 Uhr oder so wach und moderiere deinen Chat. Zumal das sowieso, du hast mich auf WhatsApp, du hast mich auf Instagram, Alter. Das ist jetzt nicht so, als könntest du mich jetzt hier nur in Twitch erreichen. Du hast mich auch auf Discord. Seven TV. Wenn sich mein Firefox mal öffnen wird. Ah, jetzt. Seven TV. Migrate to... Migrate? Was war Migrate, Alter? Migrate to... Please sign in to start. Please sign in to start. Aha. Autorisieren. Which provides would you like to import from? Na, muss ich denn bestimmt bei der TTV einbasteln, wa? Clap. Clap? Was willst du jetzt von mir? Ja, komm, das passt. Start. Ich drück doch Start, Alter. Mach mal hin jetzt hier. Also ich habe zumindest auf Start gedrückt, aber es passiert nichts weiter. Da muss ich hier was selecten. Dann geht ein Fenster auf, was mir nichts anzeigt. Cool. Die Erweiterung. Ja, ich hab's doch schon jetzt schon damit verbunden. Warum geht das nicht? What the fuck, Alter? Warte mal. Wo ging das nochmal? Erweiterung. Was mit TTV? Emotes. Nee, ich glaube nicht, dass ich das. Meine Erweiterung. Ich habe keine drinne. Aber ich hab doch gerade. Hä? Was ist das für ein Müll? Ist Home 70 irgendwas funktioniert nicht. Also ich bin zwar jetzt da irgendwie mit angemeldet, aber. What the fuck, Alter? Ah, Language kann ich aus Deutsch machen, danke. Importiere automatisch Emotes von anderen Anbietern zu 7TV und profitiere von einfachsten unserer Plattform. Wenn ich auf Start drücke, passiert nichts. Ich gehe nochmal auf Home. Sprache Deutsch. Migriere nach 7TV. Ich weiß nicht, ob das... Emotes. Muss ich da jetzt irgendwie Emotes aussuchen oder werden die Standard hinzugefügt? Abonnieren? Was ist abonnieren? 390 im Monat oder was? Nee, lass mal. Oder ist das einmalig? Brauchst du nicht, okay. Aber... Kategorie Top. Aha.
Ja, mehr als auf Start, wenn man geht da nicht, Alter. Wenn ich auf Migriere nach irgendwas hin baller, Alter. Aber es funktioniert irgendwie nicht. Opera? Nee, ich hab Firefox. Habe ich mir damals noch runtergeladen, weil Opera fand ich zwar selber auch ganz geil, aber weiß nicht, die meisten Funktionen habe ich nicht gebraucht, deswegen habe ich dann die auf Firefox gewechselt, weil Firefox irgendwie mein PC nicht ganz so krass beansprucht. So, das habe ich so das Gefühl. Ah, hier Browser-Erweiterung. Muss ich mir erst eine Browser-Erweiterung runterladen? Ah. Und welche davon? Stable Release oder Nightly Release? Stable, let's go. Installation fortsetzen. Hinzufügen. Oh Gott, was soll ich denn da jetzt machen? Plattforms? Ich kann das auf YouTube mit hinzufügen, aber warum nicht? Next. Erlauben. Bei Extensions, ja, Working, ja, bla, mach. Come a Subscriber, nö. Nur Offset. Aha, und jetzt? Erweiterung Twitch. Zu meinem Kanal hinzufügen. Da wie jetzt? Warte, nee, warte mal, das ist was anderes. Meine Erweiterung. Streamstickers. Ah, hier, gucke mal. Ist es jetzt davon oder habe ich jetzt aus Versehen was anderes gemacht? Einfach richtig viele Emotes. Aber hier ist das Richtige drinne. Obwohl, nee, das ist das Falsche, glaube ich, ne? Deinstallieren. Aussehen, was anderes installiert, lol. Nee, das habe ich ja schon gemacht. Was ist das jetzt? Funktioniert das, Digga? Das ist weg. Funktioniert nicht irgendwie. Keine Ahnung. Dir bei DC im Bit geschickt. Firefox ist nicht zu alt, es wird immer noch geupdatet. Oder wird nicht. Na gut, daran könnte es natürlich vielleicht liegen, aber es wäre dämlich, wenn es daran liegen würde. Aber ich meine, es ist ja schön, dass ich jetzt weiß, wie es aussehen muss, aber warum wird es halt. Ich meine mal, das Ding ist ja sogar da oben in der Dingens drin, aber wenn ich da drauf gehe, kann ich einfach nur Onboarding. Oh, Plattform. Mache ich jetzt einfach nur Twitch. Next. Let us know what are we missing. Customize your experience. Muss ich das erst machen? Drück mal F5. Ja, dann kann ich einfach bloß den Tab neu laden. Das bringt mir ja nichts. Lad mal Twitch neu. Au. Ach so, warte mal.
glaube, jetzt weiß ich, was du meinst. Kanal. Komm, lad schneller jetzt. Ja doch, jetzt habe ich das auch. Okay, das war schon drin, okay. Perfekt. Das jetzt wegmachen. I guess. Wenn hier zum Beispiel Raintime. Verstanden. Und. Ja, okay, das sehe ich. Okay, dann wird das wahrscheinlich erst in meinem Stream angezeigt, wenn ich den Stream neu gestartet habe, oder? Weil im Dingens-Chat, im Stream-Chat sehe ich einfach nur Clap und Rainy Time und so. Genau. Ah, lol, Digga. Ich denke mir hier, Alter, das funktioniert nicht, aber es ist drin. Aber es ist auch behindert, dass man da keine Bestätigung oder so bekommt. Es ist halt einfach, ja, es ist drin, aber du kriegst keine Bestätigung. Bitteschön. Jetzt bin ich mir aber am überlegen hier für die Straße, ne? Ich mache mal ein bisschen. Ja. Das Ding ist, man kann ja glaube ich nicht irgendwie bearbeiten, oder? Tschüss. Ja. Warum tut er die nicht setzen? Hallo? Aha. Ich würde die Straße jetzt gerne hier schon so runterbauen. B? Oder geht das nur nachträglich? Warte mal. X. Gebäude kann nicht bearbeitet werden. Nee, geht nicht. Kann ich keine Straßen so abwärts bauen? Weil ich will es ja damit verbinden, so. Wäre schwach, wenn es nicht geht, ne? Weil dann müsste ich ja ein Zwischenstück aus normalen Materialien bauen. Gut, machen wir es erstmal so. Bei den ganzen. So, schon bei den ganzen Bauzeugs. Nee, geht nicht. Wenn ich da mit G rangehe, sagt er einfach nur, Gebäude kann nicht bearbeitet werden. Also denke ich mal, geht's nicht. Gucken wir erstmal irgendwie ein paar zu. So. Meinem Inventar. Aha. Ja, ich brauche. Auf Fluggeschwindigkeit auf 3 ist vielleicht auch ein bisschen sehr hardcore, so.
So. Dann wird da noch ein Brückengestell drunter gebastelt. Seite ein bisschen verschönert und dann. Ja, ich jetzt auch. Ich werde jetzt auch den Stream langsam beenden. Gute Nacht. Jo, danke dir auch. Oh, ich muss ja dann vom letzten Stream und von diesem Stream ja noch die Kacke auf YouTube übertragen, Alter, damit es morgen online direkt ist, Alter. Ja, ich muss den Stream jetzt langsam beenden, Alter, ansonsten wird es noch später. So, deswegen würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.